Ich bin heute mit der Bahn Andi an der Saale zwischen Muschelkalk hängen, der Ilm-Saale-Platte liegenden Stadt Jena gefahren. Das Schöne an dieser Fahrt ist, dass ich nach knapp anderthalb Stunden, ohne einmal umzusteigen, in Jena ankomme. Ab Bahnhof West bin ich gleich links auf den Magdelstieg in Richtung Waldgebiet abgebogen. Folgte dann dem Wanderweg ein ganzes Stück und bog dann oben rechts in Richtung Waldlabor ab. Ab Waldlabor folgte ich den Wegweisern Stern, Forstturm und Bismarckturm. Ab Bismarckturm folgte ich den Weg dann wieder hinunter bis zu einer Kleingartenanlage. Ging dann Richtung Stadtzentrum zum Jentower, dem Bulfortturm, am Rathaus vorbei und dann wieder in Richtung Westbahnhof. Jena ist ja eine Stadt, die inmitten von sehr viel Grün liegt und ich hatte es hier vom Westbahnhof auch gar nicht weit bis zum nächsten Waldgebiet. Vom äußeren Rand der Stadt aus durchstreift mein Weg friedliche Wohnviertel, eine Gartenanlage, bis er dann schließlich in die Stille des Waldes mündet, wo das Sonnenlicht durch das Blätterdach bricht. Während ich die Wohngebiete nun hinter mir gelassen habe, wird der Weg nun auch zunehmend etwas steiler. Ich erreiche nun die nächsten Wanderwegweiser und die Schönheit der umliegenden Mittelgebirgslandschaft belohnt meine Anstrengungen, während ich weiter bergauf gehe. Auch die ersten Wandergruppen sind bei diesem schönen Wetter hier am Vormittag schon unterwegs. Ich bin nun scheinbar oben auf den Höhenzug angekommen, biege rechts ab und gehe entlang eines eingezäunten Geländes. Ich habe dann festgestellt, dass sich hinter dem eingezäunten Gelände das Waldlabor befindet, welches Kindergartengruppen und Schulklassen oft als Bildungsort dient. Hier oben finden oft Veranstaltungen mit und für Erwachsene und ganze Familien statt. Viele Wanderwegweiser gab es hier oben. Ich bin nun leicht links der Richtung Forstturm und Stern gefolgt. Als ich meinen Weg fortsetzte, entdeckte ich auf Hinweistafeln drei verschiedene Rundwege, die mich durch die faszinierende Landschaft der Mittelgebirge um Jena führen sollten. Jeder Weg versprach eine einzigartige Begegnung mit der Natur. Ich hatte mich nun für den Weg in Richtung Forstturm entschieden. Nach einiger Zeit gelange ich dann zum imposanten Forstturm, einem Kriegerdenkmal mit einer Aussichtsplattform. Die Aussichtsplattform ist aber nur an bestimmten Tagen geöffnet und es ist ratsam, sich im Internet vorher zu erkundigen. Neben dem Turm entdecke ich dann das Forsthaus Jena, eine urige Berggaststätte, die seit Generationen Wanderer und Ausflügler mit ihrer traditionellen Thüringer Küche verwöhnt. Auch hier sollte man sich vorher über die Öffnungszeiten erkundigen. Heute wurde ich hier nur von einem Hund am Fenster begrüßt. Durch die vielen aufgestellten Tische und Bänke ist es hier oben der perfekte Ort, um die Natur zu genießen. Auf einer Wissenstafel über Bäume kann ich nun auch vieles über die verschiedensten Baumarten und Standorte der Bäume kennenlernen. Hier führt dann auch der Saale-horizontale Wanderweg entlang, ich bleibe aber weiterhin in Richtung Stern unterwegs. Überall gibt es nette Sitzgelegenheiten,
Und zusätzlich finde ich informative Anschauungstafeln, die mich über die faszinierende Rolle des Waldes als Klimaanlage aufklären. Und wieder einige Meter weiter werde ich dann über die Rolle des Totholzes hier im Wald informiert. Die Fülle an wunderschönen Sitzgelegenheiten, die sich alle paar Meter entlang meines Weges durch den Jenaer Forst erstrecken, ist wahrlich bemerkenswert. Diese sorgfältig platzierten Ruheoasen laden mich dazu ein, die Stille der Natur zu genießen und die Schönheit der Umgebung in vollen Zügen zu erleben. Egal ob nun für den Freund Helmut oder hier die nächste Eckbank, Sitzgelegenheiten gibt es wirklich in Hülle und Fülle. Inmitten der grünen Pracht des Waldes entdecke ich dann eine hölzerne Aussichtsplattform, die wie ein verstecktes Juwel zwischen den Bäumen liegt. Von hier aus eröffnet sich mir ein schöner Blick über die umliegende Natur und ich kann die Ruhe des Waldes in vollen Zügen genießen, während ich den Klängen der Natur lausche. Auf meinem weiteren Weg gehe ich nun erst einmal auf der Saale-Horizontale und in Richtung Stern weiter. Eine malerische Allee aus Bäumen breitet sich nun vor mir aus und ich schlendere durch den grünen Tunnel, während das Licht durch das Blätterdach tanzt und die Luft mit einem Hauch von Frische erfüllt. Von der Allee aus war ich noch einmal kurz nach links abgebogen und bin hier scheinbar am Stern angekommen, von wo aus Wanderwege in die verschiedensten Richtungen führen. Nun bin ich wieder zurück auf der Baumallee, kann ab und zu schon einmal einen Blick Richtung Jena erhaschen und komme dann bald am Bismarckturm an. Der Jenaer Bismarckturm steht auf dem Gipfel des 328 Meter hohen Dazent und er wurde 1909 auf Initiative der Studenten aus Jena zu Ehren Bismarcks errichtet. Der Turm ist 21 Meter hoch und hat ähnliche Öffnungszeiten wie der Forstturm. Wieder begleitet von etlichen Sitzbänken führt mich mein Weg nun zickzackartig hinunter in Richtung Jena. Ich folge nun dem weißen Schild mit roten Balken und es geht zickzackartig auf schmalen Pfad in Richtung Jena nun hinunter. In diesem kleinen Waldstück gibt es tatsächlich noch mehrere Wege. Ich folge aber immer diesem Zickzackweg und komme dann an einem schönen Aussichtspunkt an. Von meinem Rastplatz aus genieße ich eine atemberaubende Aussicht auf Teile der Universitätsstadt unter mir, eingebettet in saftiges Grün. Besonders auffällig ist der Jendauer, Jenas rundes Hochhaus, das majestätisch in die Höhe ragt und sich als markanter Orientierungspunkt in die Landschaft einfügt.
Während ich meinen Weg fortsetze, verblasst allmählich die Stille des Waldes und die vertrauten Geräusche der Stadt kehren zurück. Schritt für Schritt führt mich der Pfad aus der Natur heraus und hin zu den lebhaften Klängen des städtischen Lebens. Schließlich gelange ich an eine Gartenanlage am Rande der Stadt. Hier zwischen gepflegten Beeten und blühenden Blumen fühle ich die pulsierende Energie der Stadt und doch gleichzeitig eine gewisse Ruhe und Gelassenheit, die von diesem grünen Rückzugsort ausgeht. Mittlerweile bin ich wieder an den Gleisanlagen, die zum Jenaer Westbahnhof führen, angekommen und ich gehe dann unter der Eisenbahnlinie hinweg in Richtung Stadt. Jena ist ja eine Stadt im Bundesland Thüringen und liegt an der Saale. Sie ist bekannt für ihre lange Geschichte, ihre renommierte Universität und ihre bedeutende Rolle in deutscher Kultur und Wissenschaft. Auch ist Jena durch die optische Industrie von Carl Zeiss Jena bekannt. Bin hier im Zentrum, gehe an Skulpturen, die aus Schrott gestaltet sind, vorbei und schaue auf die Gebäude von Jenoptik. Nun komme ich auch in der neuen Mitte von Jena an und stehe vor dem Jentower. Nicht weit vom Jentower entfernt gehe ich dann in Richtung des Pulverturms. Er gehört zu Teilen der alten Stadtmauer von Jena. Der Turm verfügt nur über einen einzigen Zugang, eine niedrige Pforte in rund 7 Meter Höhe. Diese Pforte ist über den rekonstruierten Wehrgang zu erreichen. Im Moment ist eine Begehung wegen Bauarbeiten aber nicht möglich. Ich hatte hier nun die Bundesstraße überquert und gehe dann am Botanischen Garten von Jena vorbei. Der Jentower ist ja hier im Zentrum fast überall zu sehen. Ich gehe nun aber hinüber in Richtung der Stadtkirche St. Michael und werde dieser auch einen kurzen Besuch abstatten. Von der Stadtkirche aus gehe ich dann hinüber zum Markt, wo auch heute wieder Wochenmarkt stattfindet, und ich werde dann nach einem Weg suchen, der mich zurück zum Westbahnhof führen soll. Hier schaue ich nun in die Richtung des historischen Rathauses von Jena. Vom Marktplatz aus habe ich dann erst einmal ein wenig suchen müssen, um wieder die richtige Richtung zu finden, um dann irgendwie zum Westbahnhof zu gelangen. Durch einige Seitenstraßen war ich dann hier in Jena gegangen und bin dann hier aber scheinbar erst einmal in Richtung des anderen Bahnhofs, nämlich Jena Paradies, angekommen. An mir vorbei fuhr dann auch die Straßenbahn aus Richtung Jena Lobeda
Und ich hatte dann über die Straße hinweg nun doch die Richtung gefunden und dann auch bald einen Wegweiser, der zum Westbahnhof zeigte. Da ich noch ein paar Minuten Zeit hatte, bis mein nächster Zug kam, bin ich hier noch einmal in eine Seitenstraße abgebogen, habe mir ein paar schöne Gebäude angeschaut und komme nun hier auch wieder am Ausgangspunkt meiner Wanderung, wo ich ja heute Morgen angefangen habe, am Westbahnhof an. Meine Regionalbahn war pünktlich und trotz der vielen Menschen am Bahnsteig gab es genügend Platz im Zug und so fuhr ich dann über Weimar, Erfurt zurück nach Leinefelde. Abschließend kann ich heute sagen, dass Jena wirklich eine Reise wert war und ich werde auch demnächst in diese wunderschöne Gegend noch einmal fahren und weitere Wanderungen unternehmen.